Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Nach einer turbulenten Woche, in der von einigen Medien versucht wurde, eine gute Nachricht ins Negative zu verkehren, bewegt sich der Fokus beim 1. FC Saarbrücken endlich wieder in Richtung Sport, nämlich auf das Spiel bei Rot-Weiß Essen. Wir haben trotzdem bei Uwe Koschinat nachgehakt, wie er das Theater um die Vorstellung von Rüdiger Ziel erlebte, und mit Julius Biada haben wir über seinen Start beim FCS gesprochen. Hallo Uwe. Hallo. In den letzten Tagen gab es ja viel Wirbel rund um den Verein, um die Verpflichtung von Rüdiger Ziel. Du hast einmal beklagt, dass du von Dieter Ferner verpflichtet wurdest, aber der dann auf einmal weg war. Ist das jetzt mit Rüdiger Ziel die Heilung des Ganzen? Ist das für dich eine gute Situation, die sich jetzt ergibt? Also prinzipiell ist im Detail jetzt mir gegenüber nicht kommuniziert worden, wer für wen kommt. Aber ich muss ganz klar betonen, dass ich im Vorfeld des Bayreuth-Spiels vom Präsidenten über seinen Wunsch informiert wurde, dass eine zusätzliche Person, die einfach die Schnittstelle zu ihm sein soll, installiert wird. Und natürlich war ich dann sehr, sehr froh, als der Name Rüdiger Ziel auch gefallen ist. Denn bei allem, was jetzt geungt wurde, er ist Fußballlehrer und war ein erfolgreicher Trainer, ist es tatsächlich so gewesen, dass in der Besprechung ganz klar im Vordergrund gestanden hat, warum der Präsident diese Personalie möchte, warum zum einen diese Stelle und zum anderen eben diese Person. Und ich konnte mich deswegen eben damit anfreunden, weil ich einfach auf das Wort vertraue. Und in einer Situation, in der wir nach Bayreuth gefahren sind, in einer sehr, sehr lukrativen Ausgangssituation, habe ich jetzt auch nicht permanent an einen Job gedacht, sondern vor allen Dingen an diesen Club. Denn nur darum geht es, völlig unabhängig von meiner Person. Ich glaube, es zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit der Club sich weiterentwickeln möchte. Es zeigt, dass wir alle gemeinsam in dieser dritten Liga eher Richtung zweite Liga wollen. Genau unter diesem Aspekt habe ich das Ganze gesehen und genau unter diesem Aspekt haben wir die ersten Gespräche geführt. Rüdiger ist ein Fußballfachmann, dazu ein Mensch meines Vertrauens, weil wir uns super lange kennen. Und mit Sicherheit in meinem Leben habe ich über 1000 vertrauliche Gespräche mit ihm geführt, weil wir einfach eine lange Zeit miteinander verbracht haben und auch in einem nicht so leichten Umfeld in Koblenz. Deswegen sehe ich das wirklich deutlich positiv und glaube schon, dass er uns mit seiner Fachkenntnis sportlich erweitern wird und wir darüber hinaus mit Sicherheit auch einfach Kompetenz gewinnen für Teilbereiche, für die wir eigentlich als aufstrebender Club personell einfach nicht gut genug aufgestellt waren. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit, um einfach ein noch besserer Club zu werden, und das muss die Zielsetzung für unsere Fans und für die Menschen in ihrem Umfeld sein. Jetzt wurde diese Verpflichtung teilweise doch sehr negativ abgehandelt. Auch heute gab es wieder Schlagzeilen in der Bild-Zeitung, die eigentlich die Dinge in der Überschrift etwas verdrehen als im Vergleich zu dem, was dann im Inhalt steht, nämlich ist Koschinat ein Trainer auf Abruf, und ähnliche Dinge kann man auch in der Saarbrücker Zeitung heute lesen. Hast du das Gefühl, dass es auch nur ansatzweise in diese Richtung kommen könnte? Ich glaube, als Trainer wirst du immer an Ergebnissen und in der Art gemessen, wie du Fußball spielst. Ich habe in der vergangenen Woche betont, unabhängig von dieser Verpflichtung, dass ich uns aktuell als einen sehr, sehr stabilen Club wahrnehme auf dem Fußballplatz. Und deswegen sind das Gedankenspiele, die wirklich an mir vorbeigehen, weil ich auf das Wort der handelnden Personen vertraue. Und am Ende aber auch nicht so naiv bin zu glauben, dass ich hier auf Dauer und Ewigkeit gesaved bin, wenn Ergebnisse nicht funktionieren oder die Art des Spiels den Entscheidungsträgern nicht gefällt. Und deswegen sehe ich es ganz klar unter dem Aspekt der Verbesserung und nicht unter dem Aspekt der Jobgefährdung. Manche haben jetzt auch die Sasic-Connection gewähnt. Ne? Das kannst du ausschließen. Nur weil ja unter Sasic mal zusammen aktiv war, hat dieser Herr Sasic ja keine Funktion und keinen Einfluss. Also ich verrate das jetzt mal in aller Deutlichkeit und sehr, sehr exklusiv. Okay. Ich habe mit Milan noch Kontakt und habe tatsächlich ihm die Frage gestellt,
Ob das eine Idee war, weil nochmal, ich sehe ja Rüdigers Person aufgrund meiner persönlichen Vergangenheit positiv als Mensch. Er hat definitiv überhaupt nichts davon gewusst. Und deswegen kann ich jedem Saarbrücker sagen, dass er mit dieser Entwicklung überhaupt nichts zu tun hat. Und darüber hinaus habe ich natürlich auch in der Saarbrücker Zeitung gelesen, dass man jetzt aus dem Nichts heraus von einer Koblenz-Connection spricht. Ja. Nur so viel dazu. Also, wenn man denn mit dieser Koblenz-Connection etwas anfangen möchte und sich die kurzfristige Entwicklung des ersten FC Saarbrücken in diesem Zusammenhang vor Augen führt, dann steht Saarbrücken vor ungefähr einem halben Jahrzehnt Zweitliga-Fußball. Weil genau das war das Ergebnis dieser Connection. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Gut, die letzte Frage zu diesem Komplex, weil es gibt ja Gott sei Dank noch andere Dinge beim Verein als nur diese Querelen drumherum. Hast du schon Gespräche mit Rüdiger Ziel jetzt auch um sportliche Inhalte geführt? Habt ihr einfach mal miteinander besprochen, zum Beispiel, wie die Zusammenarbeit in Zukunft sich gestalten soll? Dafür nehmen wir uns jetzt am Nachmittag bis zu unserem A-Jugendspiel sehr, sehr viel Zeit. Ist ein idealer Zeitrahmen, noch etwas weg vom Spiel. Und bisher haben wir natürlich so ein paar Kernpunkte mal besprochen. Aber primär ging es logischerweise darum, dass Rüdiger hier im Verein ankommt in der entsprechenden Geschwindigkeit und dass er logischerweise die Dinge, die ihm jetzt aufgetragen wurden, erstmal abarbeitet. Aber wir werden uns heute Nachmittag ganz, ganz viel Zeit dafür nehmen, um das im Detail zu besprechen. Und ganz entscheidend, auch das möchte ich betonen, darf das ja nie isoliert etwas zwischen Koschinat und Ziel sein. Da geht es jetzt mit Sicherheit darum, auch mal den Rahmen abzustecken, sich schon mal über so ein paar sportliche Inhalte auszutauschen. Aber logischerweise dürfen wir nie Jürgen Luginger dort im Boot vergessen. Und deswegen geht es natürlich jetzt in der Zukunft darum, in einer aus meiner Sicht aktuell sehr funktionierenden Konstellation einfach noch besser zu werden. Und da glaube ich, gibt es für Rüdiger im sportlichen Bereich der ersten Mannschaft jetzt nicht kurzfristig irgendwie ganz, ganz viele Baustellen, sondern es geht wirklich darum, den Verein perspektivisch noch besser zu machen. Und da steht ja mit Sicherheit ganz, ganz viel an in der Zukunft. Jetzt hattest du ja vielleicht als Trainer eine ganz gute Situation, denn es hat sich alles um irgendwelche Dinge rund um den Verein gedreht. Konntest du dich jetzt in dieser Woche besonders gut um die Mannschaft kümmern oder war das eigentlich wie immer? Nicht mehr oder weniger. Ja. Sehr, sehr angenehm und positiv. Ich glaube, das habe ich ja auch nach dem Spiel direkt gesagt. Es gab natürlich berechtigte Fragen nach der Ausgangssituation, nach 4 Unentschieden. Ich gehöre nicht zu denen, die es permanent schön quatschen wollen, aber auch nicht zu denen, die es ausschließlich negativ gesehen haben. Unsere Ausgangssituation vor dem Spiel gegen einen Aufsteiger war positiv. Wir wussten, dass wir mit einem Auswärtssieg wieder auf einen 2-Punkte-Schnitt kommen und das ist mit Sicherheit sehr, sehr vorzeigenswert. Und das haben wir dann in Bayreuth geschafft. Dass das so souverän funktioniert hat, hatte mit Sicherheit auch etwas damit zu tun, so ehrlich muss man sein. Ich finde, das gehört zum Sport in die eine und auch in die andere Richtung dazu. Dass wir mit Sicherheit an diesem Tag auf einen sehr, sehr schwachen Gegner getroffen sind, der es uns in der Art einfach auch sehr leicht gemacht hat. Dazu hat aber auch unser Spiel gehört. Dafür hat aus meiner Sicht dazu gehört, dass wir uns taktisch etwas anders orientiert haben, dass wir eine Spur offensiver waren, dass wir das auch nachhaltig in allen Bereichen des Feldes sehr, sehr gut gemacht haben. Mir hat super gut gefallen, dass es der Mannschaft hinten raus nicht egal war, vielleicht noch ein Gegentor, einen Ehrentreffer zuzulassen, sondern ein 6. Spiel zu 0 einfach auch in der Statistik wirken zu lassen. Ich finde, das sind super stabile Daten, einer von ganz, ganz vielen, die uns aus meiner Sicht optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Jetzt haben wir ein anderes Spiel vor Augen. Es ist eine ähnliche Ausgangssituation, was die tabellarische Situation angeht und es ist auch ein Aufsteiger. Aber ich glaube, da wird mir jeder recht geben, Rot-Weiß Essen ist prinzipiell eine andere Nummer. Und deswegen wird das mit Sicherheit eine große Herausforderung, aber auch eine ganz, ganz tolle. Also ich denke, dass das Spiel in Essen für alle Saarbrücker grundsätzlich zu einem der Spiele gehört, auf die man sich einfach wahnsinnig freut. Und wir spielen es aus einer tollen Ausgangssituation heraus. Ja, ich habe auch gehört, dass mindestens 800 Karten schon an Saarbrücken verkauft wurden. Das ist ja für einen Montagabend eine extrem gute Bilanz. Ja, das ist ja der einzige Wermutstropfen, ne, dass dieses Spiel auf einen Montagabend gelegt wird. Denn ansonsten hätten das mit Sicherheit viel mehr Saarbrücker wahrgenommen. Es ist ein bisschen schade, aber gut, wir können es nicht ändern. Ja.
Kommen wir zum Personal. Adi Grimaldi hat eben voll mittrainiert. Wie ist die Situation im Gesamten? Ja, wir haben in dieser Woche schon mit einem sehr reduzierten Kader trainiert. Insofern ist vielleicht der einzige Vorteil dieses Montagsspiels der, dass wir wirklich ein bisschen länger Zeit hatten. Ansonsten hätten wir schon gestern oder vorgestern Entscheidungen treffen müssen. Dann hätte die Sache vielleicht etwas anders ausgesehen. So ist es so, dass wir den Spielern, die angeschlagen waren, einfach die maximale Zeit gegeben haben. Sehr hart mit denen individuell gearbeitet, aber eben nicht in diese angeschlagene Situation hinein. Und heute sah es für mich auf dem Trainingsplatz so aus, dass wirklich viele, viele Spieler zur Verfügung stehen. Pius Kretschmer hat signalisiert, dass das definitiv funktionieren wird. Adriano Grimaldi hat mir eben gerade eine positive Rückmeldung gegeben. Richard Neudecker hat keine schwerwiegenden Probleme in der Trainingseinheit gehabt. Er hat ja auch diese Woche sehr, sehr wenig trainiert. Bei Dave Knase war es relativ klar, dass das wieder funktionieren würde. Er hat zu Beginn der Woche ein paar Adduktorenprobleme gehabt. Da haben wir dann auch einfach die Vorsicht walten lassen. Aber alle Spieler waren heute wieder voll belastbar. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft beisammen haben und Stand heute keinen aus dem Bayreuth-Spiel verloren. Aber Manuel Zeitz hat noch Sonderbehandlung bekommen oder so. Ja, bei Manu ist es wirklich sehr, 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 sehr schleppend. Unbefriedigend schleppend. Und das liegt einfach daran, dass er den Bluterguss an einer Stelle oberhalb des Knies hatte, wo durch tägliche Bewegung das Ding jetzt voll ins Knie reinläuft. Manu hat teilweise so starke Schmerzen, dass er nachts aufwacht. Gerade wenn er auf dem Bein liegt, ist der Druck sehr, sehr groß und es lässt eben aktuell noch kein wirkliches Training zu. Es ist nicht so, dass unsere medizinische Abteilung besorgt ist, dass das was Langwieriges wird, aber sie kann leider diesen Prozess eben auch entsprechend nicht beschleunigen. Ne? Und deswegen wird Manu ganz klar zu den Ausfällen am Montag gehören. In Bayreuth hast du ja eben gesagt, habt ihr zum ersten Mal auswärts mit einer Viererkette gespielt und der Erfolg war offensichtlich. Steht das jetzt auch wieder in Essen an oder willst du dich da eher noch bedeckt halten? Ja, nach außen hin schon, weil diese taktische Flexibilität, die wir bis jetzt an den Tag gelegt haben, ja mit Sicherheit auch immer zu Fragezeichen beim Gegner geführt hat. Das muss ich ehrlicherweise sagen, in der Spielvorbereitung Hessen macht die Entscheidung es auch deswegen schwer, weil auch der Gegner in der letzten Zeit sehr, sehr viel variiert hat. Eigentlich war die Grundsystematik nach den ersten hohen Niederlagen zu Hause dann eigentlich eine bevorzugte Fünferkette, also wirklich ein insgesamt sehr, sehr tiefes Verteidigen. Damit hatte man auch Erfolg, hat gegen Ingolstadt 2-0 geführt, verdient geführt, hat das Heimspiel gegen Aue gewonnen. Insofern gab die Strategie mit Sicherheit dem Trainer auch recht. Auf der anderen Seite gab es vereinsinterne Stimmen aus der Mannschaft, dass man eben gerne wieder etwas aktiver spielen würde, so aus dem Osnabrück-Spiel heraus. Und ich weiß, dass mein Kollege eben Mitte der Woche zweimal in unterschiedlichen Formationen getestet hat. Sie hatten ja ein Pokalspiel, das sie klar gewonnen haben und ein sehr herausforderndes Testspiel gegen den holländischen Erstligisten. Und da haben die Systeme tatsächlich variiert. Und ich glaube, so flexibel müssen wir auch sein, dass wir uns eben auf unterschiedliche Spielsystematiken vorbereiten und dafür die richtigen Antworten haben. Aber was ja viel, viel wichtiger ist, denen die entsprechend richtigen Fragen stellen. Und ich erwarte schon, dass wir mit dem Selbstvertrauen, mit der Dominanz, die wir zuletzt an den Tag gelegt haben, eben auch in Essen auftreten. Gucken wir über das Spiel hinaus. Ich habe wahrgenommen, dass ein Testspiel angesetzt wurde. Kannst du dazu noch vielleicht noch was sagen? Ja, wir sind zu einem relativ frühen Zeitpunkt von einem unheimlich ambitionierten Club aus dem Westen, Düren, angesprochen worden, den ich persönlich logischerweise sehr, sehr gut kenne. Muss dazu sagen, dass Düren über einen sehr langen Zeitraum aus mehreren Vereinen bestanden hat, die irgendwo so im mittleren Amateurbereich gespielt haben. Und das hat man jetzt gebündelt, will unbedingt in die dritte Liga. Und dieser Club ist auch in der Regionalliga dieses Jahr ganz, ganz toll gestartet. Letztes Jahr super souveräner Meister in der Oberliga geworden. Und die haben angefragt, weil sie eben gerne gegen einen Top-Verein in der dritten Liga testen möchten, auch mal so eine Art Standortbestimmung. Und das haben wir genutzt, um zuzusagen, weil ich ganz gerne im Rhythmus bleiben möchte. Und am Ende haben wir dann auch tatsächlich, glaube ich, mit Völklingen einen ganz, ganz tollen Spielort gefunden, der ja für viele Saarbrücker nicht fremd ist. Deswegen glaube ich, gute Rahmenbedingungen und ein sehr, sehr motivierter Gegner, das passt. Ja. Gut, dann wünschen wir erstmal viel Erfolg in Essen und sehen uns dort auch. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Hallo Julius. Erstes Pflichtspiel für den 1. FC Saarbrücken, erstes Tor. Alles super, oder?
Ja, würde ich sagen, hätte schlechter laufen können, das auf jeden Fall. Gut, jeder, der das Tor gesehen hat, es war jetzt nicht mehr ganz so schwierig. Das Größte hat Luca dann vorbereitet. Im Endeffekt trotzdem schön, nach der langen Leidenszeit direkt ein Tor zu schießen. Von daher nehme ich das natürlich gerne mit. Ja. Warum bist du denn erst jetzt zum achten Spieltag tatsächlich zu deinem ersten Pflichtspiel gekommen? Was war denn jetzt die Geschichte? Die hat keiner wirklich so richtig mitbekommen, glaube ich. Ja, es waren muskuläre Probleme in der Wade. Daraufhin habe ich dann 2 Gänge zurückgeschaltet. Das hat sich dann ein bisschen länger gezogen und im Endeffekt hat sich die Mannschaft dann ja auch so ein Stück weit gefunden. Die Ergebnisse waren soweit gut. Dann kamen die 4 Unentschieden. Trotzdem war nicht alles schlecht. Die Jungs haben sich ein Stück weit eingespielt. Dann habe ich meinen Rückstand aufgearbeitet und im Endeffekt liegt es dann natürlich auch beim Trainer. Vielleicht hätte ich eine Woche früher dabei sein können, wenn sich das ein oder andere jetzt im Kader verändert hätte, aber das ist vollkommen legitim, dass der Trainer dann so entschieden hat und im Endeffekt war ich froh, dass ich in Bayreuth dabei war und das Ergebnis war top. Für mich lief der Tag auch ganz gut, von daher ist alles gut. Okay. Reicht das jetzt schon für einen Startelf-Einsatz, meinst du? Ich denke nicht. Also ich denke, dass ich da noch ein bisschen brauche, allein von der Fitness. Ich rechne mir natürlich trotzdem ein bisschen mehr Spielzeit aus. Kommt natürlich dann auch an der Hafenstraße auf den Spielverlauf an. Das sind alles hypothetische Sachen. Ich bin da, wenn der Trainer mich braucht, auch gerne 20, 30 Minuten, von mir aus eine Halbzeit. Dann denke ich, dass ich die im Tank habe. Aber jetzt nach einem Kurzeinsatz von Anfang an spielen zu müssen, ist so ein bisschen vermessen. Das will ich nicht sein. Ich glaube, dafür lief es in Bayreuth auch zu gut, als dass da überhaupt irgendwie groß was verändert werden müsste. Und der Trainer weiß, dass ich da bin. Ich glaube, die Jungs wissen jetzt auch, dass ich wieder mehr und mehr zu Kräften komme. Mehr Saft in den Beinen ist und ich nehme jede Minute, die der Trainer mir am Montag gibt. Essen ist der Stichpunkt. Du kommst ja aus Köln, kennst diesen Verein wahrscheinlich ein bisschen besser als die meisten anderen. Was kann man denn von diesem Verein jetzt erwarten am kommenden Montag? Ja, ich glaube einfach fanatische Zuschauer. Also das Rheinland, das Ruhrgebiet, das sind sehr, sehr stolze Leute, einfache Leute, die gern zum Fußball gehen, wo aber der Verein auch einen gewissen Stellenwert im Leben hat. Ich würde fast sagen, die Leute aus dem Ruhrgebiet noch mehr. Deswegen, glaube ich, erwarten uns da euphorische Zuschauer. Ich glaube, die Essener haben auch viel gut zu machen aus dem Saisonstart. Wird aber kein einfaches Spiel. Ich glaube, wenn da annähernd 15.000 Leute kommen, da können wir froh sein, wenn viele in Blau und Schwarz kommen. Der Großteil wird natürlich in Rot da sein, das ist ganz normal. Aber wir dürfen uns davon nicht verrückt machen lassen. Also ich glaube, wir reisen schon als Favorit an, als Spitzenmannschaft. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen gezeigt. Im Endeffekt sind das die Spiele, die man auf Strecke auch gewinnen muss, ohne da jetzt zu viel Druck aufzubauen. Aber wir können da selbstbewusst hinfahren. Wir wissen aber, da kommt eine extreme Stimmung, eine Mannschaft, die alles reinwerfen wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kriterium für einen Essener Spieler, dass er einfach sein Herz auf den Platz lässt. Das wissen wir, das ist jetzt keine Überraschung. Und dann versuchen wir einfach, unser Spiel durchzubringen. Wenn du jetzt Trainer wärst, wie würdest du denn aufstellen? Viererkette, Dreierkette? Ja, das muss der Trainer entscheiden. Also es ist keine dankbare Aufgabe, Trainer zu sein, vor allem hier bei unserem Kader. Ein Stück weit kommt es natürlich auf die Jungs an, die sich jetzt noch fit melden bis Montag. Deswegen will ich da auch keinen Einblick in meine Gedanken gewähren. Ich glaube, der Trainer, der hat das gemacht, hat sich da ausbilden lassen und wird die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass alle, egal ob in der Dreierkette oder Viererkette, dass alle wissen, was auf uns zukommt. Ich glaube, das wissen die Jungs und im Endeffekt haben wir eine Breite von Spielsystemen einstudiert, eintrainiert. Ich glaube, das macht am Ende keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass wir wirklich von der ersten Sekunde an da sind und da bin ich zuversichtlich, egal welches System. Und du würdest am liebsten als hängende Spitze spielen dort? Sollte der Trainer mich brauchen, präferiere ich die Zehnerposition. Da gibt es ja bekanntermaßen das ein oder andere System, wo diese Position dabei ist. Ich kann aber auch eine 8 bekleiden, wenn der Trainer das möchte. Von daher, ich bin jetzt nicht an einen 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 oder was weiß ich gefesselt. Also ich lasse mich da gerne auch ein Stück weit verändern.
und blicke mal über den Tellerrand hinaus. Von daher, der Trainer wird die richtige Entscheidung treffen. Wenn er mich braucht, würde ich sagen, am besten bin ich auf der 10 oder am effektivsten. Aber sollte es anders kommen, dann ist es, wie es ist. Ne? Danke, Julius. Na, dann gerne. Hoffen wir, dass du nochmal triffst in Essen. Dankeschön.